Das Pariser Major ist da, endlich. Gestern im Stream hieß es noch, wenn es jetzt nicht kommt, heute oder heute Nacht, also vergangene Nacht, dann ist es wirklich absolut hardcore spät. Am 8. geht's los und wir können jetzt hier, wie immer, den Pass holen, Tokens holen und reinballern. Ich lese mir eben alles ganz kurz durch, okay, das ist nicht schlecht. Leider. Und guck mir mal direkt an, was man so löhnt für den Pass. Ah ja, gut, Standard, ne? Die 9,49 Euro, die ich verdecke mit der Kamera, sorry. Ja, und Pass und Tokens für 16,99 statt 17,99. Wow, man spart so viel. Da kaufe ich gleich rein. Ich guck mal kurz hier in die Geschichten. Ui. War ich ja noch nie riesen Fan von, aber auch Monte. Mensch, Monte spielt auch mit euch. Ich weiß das nicht. Hallo? Ah ja. Ja, ich kaufe jetzt einfach mal rein. Und ja, ich hole mir auch 3 Tokens. Auf, komm. Komm. Man muss sich ja mal was gönnen. Yay, der Pass ist da. Gut. Dann werde ich jetzt auch direkt... Hallo. Ja gut, alles aktivieren natürlich. Und natürlich wie immer meine Pickems abgeben, beziehungsweise eure Pickems oder die, die mir meine Profi-Mates vorgeben. Denn ich kenne mich leider nicht wirklich aus. Hier wurde mir von Larry Folgendes vorgeschlagen. Monte, ganz hier oben hin, klar. Hundekyptohi. Schuriken, Ninja zum Schuriken, yes. Ah ja. Und zack. So hat es Larry aktuell. Das ist somit auch meine Challenger-Stage. Ich werde das jetzt erstmal so updaten und ich denke auch so stehen lassen. Man hat noch 2 Tage und 15 Stunden Zeit, um hier reinzujallern, falls es noch Tipps von euch gibt. Gerne in die Kommentare oder eben Meinungen zu der ganzen Geschichte. Natürlich könnt ihr auch gerne schreiben, wie eure Predictions aussehen für diese Challenger Stage. Ich bin froh, dass es wieder weitergeht mit den Picks und mit dem Bangen dann um die eigenen Picks. Das war immer ganz nice. Und ja, das sollte soweit aber auch ausreichen, auch von den Infos her. Ich werde jetzt noch geschwind, es ist zwar schon 18 Uhr, aber ich guck mal, dass ich noch hinbiege, bis 20 Uhr das Dual-Setup für den Stream aufbauen. Auf einem PC Stream, auf dem anderen zocken. Mal gucken, ob ich das bis dahin geschissen bekomme. Ja, an alle Neuen, das hier ist aktuell mein Büro. Es ist eigentlich leer, also es ist nur ein leerer Raum, weil mein altes Büro noch in meinem alten Büro steht, also der Inhalt davon. Weil hier die Internetleitung ziemlich kacke ist, habe ich mir erstmal noch ja, die ganze Sache halt stehen lassen, falls die Streams von hier gar nicht gehen sollten, dass ich halt dann erstmal weiterhin vom Büro aus streame und eben nicht von diesem Raum hier. Aber toi toi toi, heute Abend wird auf jeden Fall wieder von hier gestreamt, ich teste die ganze Chose. Gestern ging ja auch, Dienstag ging ja auch, so lala, sag ich mal. Kommt dran, Viewergames, Giveaways und auch gerne eben Major Talk. Bis dann, later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die